überlegen hält und fühlt sich nicht verpflichtet, sich an die deutsche Rechtsordnung zu orientieren. Man misstraut auch diese deutsche Rechtsordnung und will selber diese Fälle regeln. Viele halten das für einen Weg in die Integration, dass sie solche Aufgaben selber übernehmen. Frieden gegen Frieden hat niemand was. Das klingt gut, aber, ja. Aber in Wirklichkeit ja. passiert das auf Kosten von Frauen, weil diese Strukturen sind sehr religiös, aber auch sehr patriarchalisch. Und da kommen die Frauen nicht zu ihren Rechten und werden auch viele Fälle an das Rechtssystem vorbei, am Rechtssystem vorbei in Deutschland auch diskutiert. Und das verankert eigentlich die Parallelgesellschaften und vertieft die Kluft, die wir sowieso ohnehin haben zwischen beiden Gruppen. Herr Bosbach, ich muss Sie fragen, weil Sie eben auch im Innenausschuss den Überblick haben können. Es gibt Experten, die sagen, 90% der Straftaten oder eben auch solcher, die nach unserem Strafgesetzbuch geahndet werden müssen, kriegen wir überhaupt gar nicht mit, weil sie schon eben vor eigenen Friedensrechtern verhandelt werden. Sagen Sie bitte, dass das eine Übertreibung ist. Das mag eine Übertreibung sein, aber das Phänomen der sogenannten Friedensrichter in ethnisch geschlossenen Gesellschaften, in Parallelgesellschaften, ist viel weiter verbreitet, als wir es glauben oder vermutet. Da gibt es ein riesiges Dunkelfeld. Joachim Wagner hat ein ganz spannendes Buch darüber geschrieben. Da geht es ja nicht nur darum, dass vielleicht auch die Opfer auf ihrem Schadenersatzanspruch sitzen bleiben, ihn nicht auf rechtsstaatlichem Wege geltend machen. Dann geht es auch darum, dass der Strafanspruch der deutschen Justiz überhaupt nicht anerkannt wird. Und deswegen wäre es zum Beispiel eine probate Maßnahme, einmal gegen Friedensrichter zu ermitteln, wegen Strafvereitelung, weil sie ja die Täter der deutschen Strafjustiz entzogen haben. Mhm. Die höchste Aussagebereitschaft haben wir bei den Opfern immer noch, wenn sie noch unter Schmerzen leiden im Krankenhaus, wenn sie frisch verletzt sind. Aber dann brauchst du natürlich eine richterliche Einvernahme, um hinter dem Prozess führen zu können. Denn in vielen Fällen sind ja alle Beteiligten sich einig. Das ist ja das Problem für die deutsche Justiz. Alle, Opfer, Täter, Familien, alle sind sich einig. Wir regeln das unter uns. Und das kann ein demokratischer Rechtsstaat nicht hinnehmen. Frau Rath, das ist natürlich davon abhängig, worum es geht. Ja. Wenn das jetzt ein kleiner Familienstreit ist, und man irgendwie 3 Jahre braucht, um den zu regeln, dann ist es ja in der arabischen Welt üblich, dass man das in der Familie regelt. Das muss nicht unbedingt ein Verbrechen sein. Es kommt darauf an, was ein Familienstreit ist. Das kommt natürlich zum Verbrechen drauf an, aber bei kleinen Delikten und so weiter sehen wir ja auch, können Sachen auch außerhalb der Gerichte geregelt werden. Und ich glaube auch, man muss aufpassen, dass man nicht jedes einzelne Thema zu einer Riesennummer macht. Danke, dass Sie das sagen, weil es ist tatsächlich, Sie haben es ja gerade gesagt, es gibt eine Verwirrung, weil man gleicht die islamische Welt in den islamischen Ländern mit unserer ab und hat Angst vor einer Vermischung. Ich möchte es mal an einem ganz krassen Beispiel machen, das Abdel Samad betrifft, Hamid Abdel Samad, nämlich eine Art von Todesurteil, eine islamische Fatwa, die ausgesprochen wurde und die ihn betrifft, obgleich er deutscher Staatsbürger ist. Er kommt aus einer streng religiösen Familie, war Muslimbruder, studierte dann in Deutschland und wurde ein scharfer Islamkritiker. Der Politikwissenschaftler Hamid Abdel Samad. Mit seiner These, der Islam trage faschistische Züge, erregt er großes Aufsehen. In seinem Geburtsland wurde er mit einer sogenannten Fatwa belegt, die ihm zum Tode verurteilt. Der Grund, er habe den Islam und den Propheten Mohammed beleidigt. Seitdem benötigt Hamid Abdel Samad auch in seiner Heimat Deutschland Polizeischutz. Doch er bleibt bei seiner Kritik. Wie hat sich Ihr Leben verändert? Was können Sie nicht mehr? Können Sie heute hier wegfahren mit der U-Bahn, mit der S-Bahn? Machen Sie das? Nein, mache ich nicht. Kann ich auch nicht. Die Struktur meines Tages hat sich vollkommen verändert. Ich kann nicht spontan irgendwas machen. Wenn Menschen mich zum Tode freigeben, dann kann das auch jeder Moslem oder radikaler Moslem das vollenden. Das haben auch die Gelehrten gesagt. Das muss nicht der Staat vollstrecken, sondern jeder Moslem, der seinen Propheten liebt, sollte diese Tat vollenden, mich dafür bestrafen. Und deshalb ist es auch ein Riesenteil des Problems, dass wie im 21. Jahrhundert, dass ein Mensch getötet werden sollte wegen seiner Meinung. Wir haben
in der Welt nur zwei Sorten von Autoren, die gefährlich leben. Mhm. Autoren, die kritisch über die Mafia schreiben und Autoren, die kritisch über den Islam schreiben. Sonst kann man über alles in der Welt schreiben. Und wenn das kein Problem ist, auch ein Problem der Religion und der Kultur, dann weiß ich auch nicht, was für ein Problem wir haben. Wer genau hat denn eigentlich diese Fatwa ausgesprochen? Also wir haben gerade gesehen, das war ein ägyptischer Gelehrter im ägyptischen Fernsehen. Von wem geht die aus und für wen ist die bindend? Es soll eigentlich für alle Muslime bindend sein. Es waren drei Gelehrten. Einer ist Professor an Al-Azhar-Universität, die renommierte Al-Azhar-Universität. Einer ist Chef einer Terrororganisation, aber er war zu diesem Zeitpunkt auch Berater des Präsidenten Morsi. Der gestürzt worden ist. Also und der dritte ist der große Scheich Abu Ishaq al-Huwaini, der in der Salafisten-Szene in Deutschland auch sehr bekannt ist, der nach Deutschland kommt und auch Mentor von vielen Salafisten in Deutschland. Sie haben Familie noch in Ägypten? Ihr Vater ist Imam. Redet er mit Ihnen noch über Religion? Das tut er. Und wir sind nicht einer Meinung. Klar, er ist konservativer Moslem. Aber wir halten das aus. Er versteht meine Kritik und er versteht, dass ich nicht versuche, die Religion an sich oder den Glauben an sich und nicht die Menschen an sich zu verunglimpfen, sondern ich spreche Probleme an, die jeder kennt. Und ich versuche, die Ursachen für diese Probleme klar zu benennen. Viele ducken sich davor und wollen diese Ursachen nicht nennen. Und ich sehe das in der Religion selbst. Alle versuchen, die Islam und Islamismus voneinander zu trennen. Und ich sage, es hat schon einen Zusammenhang. Und den muss man sehen, wenn man eine Lösung haben will. Es war ja so, Sie haben eben einen Vortrag gehalten in Kairo. Daraufhin diese Fernsehsendung, drei Gelehrten mit der Unterstützung eben des Mannes, den Sie gerade genannt haben, sprechen die Fatwa aus. Daraufhin erst publizieren Sie das Buch und widmen es Ihrer Mutter, die gesagt hat, bitte mach es nicht. Haben Sie Ihre Familie denn damit in Gefahr gebracht auch? Es war ein Riesenkonflikt. Also es ist nicht leicht. Also wenn eine Mutter bittet und sagt, tu das nicht, dann macht man das nicht ohne weiteres. Ohne weiteres. Aber ich hatte einen Konflikt, einen inneren Konflikt. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich in dieser Logik verhaftet. Dann, welche Logik wäre das? Dass jemand seiner Meinung nicht mehr äußern darf und dass die Terroristen oder Fundamentalisten gewinnen, indem sie jemanden einschüchtern. Mhm. Und wenn ich das zulasse, dann lösen wir das Problem nicht. Mhm. Im Gegenteil, dann haben sie einen Erfolg erzielt, dann werden sie gegen noch mildere Kritiker vorgehen, bis nur die Stimme des radikalen Islam herrscht. Und deshalb habe ich trotzdem auch das Buch gemacht, weil ich bin nach Deutschland gekommen, um in Freiheit zu leben, um meine Meinung frei zu äußern. Ja. Und sie verfolgen mir auch bis nach Deutschland und wollen mich zum Schweigen bringen. Diese Logik kann ich nicht akzeptieren. Herr Dabbagh, da müssen Sie uns helfen, weil das ist etwas, was man hierzulande wirklich nicht versteht. Todesurteile sind ohnehin in unseren Zivilisationen zumeist, mit Ausnahme von Amerika, manchen Staaten dort, verpönt. Aber dass man zum Tode bestrafe für etwas, was man denkt, nicht was man tut, das kann man nicht verstehen. Würden Sie sagen, das ist falsch? Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte nur über diese Friedensrichter erstmal nur zwei Wörter verlieren. Wir sind einen Schritt weiter. Nein. So nett wären und Entschuldigung, jetzt über die Fatwa sprechen würden. Wenn wir hier über ein Thema sprechen, dann lassen wir das nicht im Raum. Ich möchte über diese Friedensrichter, weil gesagt worden ist, dass diese Friedensrichter, dass sie auf religiöser Basis und die sind sehr religiös. Und man sieht, dass diese Friedensrichter, die heute in Deutschland sozusagen tätig sind, die sind von Familien, die sehr weit vom Islam sind. Und viele von ihnen praktizieren nicht den Islam. Das hat mit dem Islam an sich selbst nichts zu tun. So, jetzt dieses Thema abgeschlossen. Zu dem anderen Thema. Bitte. Zu der anderen Frage. Ist das richtig, zwar, jemanden zum Tode zu verurteilen, weil er etwas denkt und sagt? Ich kenne nicht alles, was er gesagt hat, was er gemacht hat, aber wenn er den Islam beschimpft hat, wenn er, sage ich jetzt, den Koran kritisiert hat und wenn er sich selber vom Himmel abgeschieden hat, dann sollte er auch erwarten, dass einige Leute in Ägypten, weil die Gesetze in Ägypten anders sind als in Deutschland, dass sie sowas sagen. Aber ich sage ihm hier in Deutschland, keiner wird ihm tun. Und wenn auch jemand Fatwa gegeben hat, der sitzt neben mir, ich bin ein Moslem hier und ihm wurde nicht passiert. Und er war gerade auch in Ägypten und keiner hat ihm was gemacht. Wie stehen Sie zu Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini? Das hat nicht
stehen Sie zu Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini, der das gesagt hat? Lassen Sie mich Sagen ausreden. Sie Ihre Meinung dazu. Lassen Sie mich ausreden. Ich vergöttere niemanden. Allah ist mein Gott, nur Allah und keinen anderen. Aber Sie verallgemeinern die ganze Zeit, Sie machen Vorwürfe. Sie haben gesagt, wenn man den Islam kritisiert, dann hat man Probleme. Die Mafia und den Islam. Ich sage Ihnen, können Sie die Züge im Alten Testament und im Neuen Testament lesen? Können Sie das kritisieren? Können Sie die israelische Armee kritisieren? Können Sie die anderen machen? Das können Sie, das machen Sie nicht, weil Sie wissen, Sie werden große Probleme bekommen. Aber Sie reiten auf eine Welle. Das heißt, heute, wenn man den Islam kritisiert, weil die Leute das wollen auch, und gib mal den Leuten, was sie lesen wollen. Wir haben kein Problem, dass man uns kritisiert. Wir haben kein Problem, dass man auch kritische Punkte hat. Aber wenn man sich vom Himmel abgeschieden hat, dann muss man damit rechnen, dass man sterben muss, nein, oder? Nein, nicht so. Sondern die Sache ist so, Sie sind in Deutschland, Sie leben ganz normal hier. Und die Sache ist so, er würde gerne ganz normal hier leben. Die Frage, wir leben alle ganz normal. Und denken Sie, dass wir Muslime keine Probleme haben? Das interessiert mich nicht jetzt. Mich interessiert ein Punkt, der wirklich... mich interessiert ein Punkt, der wesentlich ist. Also die Unterscheidung zwischen Ägypten und Deutschland ist zwar legitim, und trotzdem würde ich gerne wissen, ob Sie es legitim finden, dass jemand, der nur etwas denkt und sagt, dafür auch in einem solchen Land mit dem Tode bedroht wird. Ich meine, weil Sie sagen, das Christentum oder die Bibel könnte man nicht kritisieren. Es ist sehr, sehr, sehr lange her, dass man damit mit dem Tode bestraft wurde. Klar, die Sache ist so, es gibt in bestimmten Ländern andere Gesetze, und diese Gesetze hier in Deutschland... Ich frage ja, ob Sie es gut finden. Ich finde das nicht gut von beiden Seiten. Das wird eine Seite, dass man gegen die anderen hetzt, und eine Seite, die reagiert auf diese Hetze. Beide sind falsch. Das bedeutet, ich würde sagen, lieber, dass man, wenn man kritisch ist und wenn man Wissenschaftler ist, dass man Pro und Contra zeigt und nicht nur Contra. So, jetzt Herr Nuripur hat sich gemeldet, und Frau Rados, Herr Nuripur zuerst, alle da. Ich bin selbst Moslem. Ich kenne auch die Situation, in der Sie sind. Ich war selber schon mal Schutzperson, weil ich bedroht war von verschiedenen Seiten. Man hatte auch Personenschutz, habe darüber nicht viel geredet, weil es zu der Zeit auch wirklich aus Sicherheitsgründen nicht notwendig war. Wenn ich Ihre Thesen höre und teilweise lese, dann verletzt das meine religiösen Gefühle. Erstens. Zweitens aber gilt es immer noch, was Voltaire gesagt hat, ich bin überhaupt nicht Ihrer Meinung, aber ich würde dafür sterben, dass Sie das sagen dürfen. Und das ist der Kern, worüber wir hier reden müssen. Es gibt einen Bereich von Extremismus, auch im Islam und auch in anderen Teilen, und die finden auch unheimlich schnell zusammen. Das ist ja das Bizarre. Also es gibt ja relativ viele gemeinsame Feindbilder von Nazis und radikalen Islamisten. Und deshalb ist doch die Frage, wie man eine Brücke bauen kann zwischen den Demokraten, und zwar vollkommen unabhängig davon, ob sie Muslime sind oder nicht. Mhm. Und weil die Front läuft ja nicht zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, sondern die Front verläuft doch zwischen Demokraten und den Feinden der Demokratie. Und da müssen wir doch zusammenfinden. Frau Rados wollte was sagen. Also ich finde es schon sehr bedenklich, dass Sie hier nicht ganz deutlich aussprechen, dass sie gegen so eine Fatwa sind. Und ich glaube, das muss in Deutschland möglich sein, dass jeder dafür eintritt, ob er jetzt Muslim ist oder nicht. Dass also jemand wegen seiner Gedanken verurteilt wird. Und was Sie auch hier machen, glaube ich, oder was mir auffällt, ist, dass diese Nahost-Diskussion, diese arabische Diskussion jetzt hier stattfindet. Und ich glaube, das sollte nicht so sein. Mhm. Und diese Debatte, ob jetzt der Islam kritisiert werden kann, ist eine andere in Deutschland als in Ägypten. Es ist tatsächlich so, dass man in Ägypten sehr wenige Leute findet, die wie Sie das aussprechen, was doch sehr viele glauben. Ich hatte also mit einer Bauchtänzerin sehr lange... In Deutschland. Das ist egal, aber ich glaube, Sie machen jetzt den Vergleich und dann springen Sie raus. Diese Zweideutigkeit, dass in Deutschland eben nichts geschehen kann, finde ich doch etwas zweifelhaft. Den Islam verlassen und keiner hat Ihnen bis heute was gemacht. Das ist ja gut so. Ja. Aber es gibt Christen, die in Ägypten zum Beispiel Muslime geworden sind, und die wurden getötet. Das ist richtig, aber wir sprechen über die ägyptische und die deutsche Situation sind eine andere. Wir sprechen andere. Über Deutschland. In der ägyptischen Situation ist es tatsächlich so, dass durch diese zunehmende Islamisierung in den letzten Jahren, wobei ich glaube, dass das ein Islam ist, der überhaupt kein Zentralkomitee hat,
jeder macht und sagt, was er will. Die Frage ist eben, ist das vielleicht sogar gefährlicher, als jemanden wie die Al-Azhar-Moschee zu haben, die bestimmt, wo es lang geht, oder eben einen schiitischen Staat. Jeder macht, was er will. Das führt aber auch dazu, dass jeder einzelne Prediger Fatwas aussprechen kann, Rechtssprüche.